denn wieder? Da gibt's bei Kalkutti heute Abend. Das sag ich dir. Häuserl! Häuserl! Da darf ich ja zu gern hingehen heute Abend. Wohin denn? Musizieren mit Mineralien. Musizieren mit was? Mit Mineralien heute Abend in der Musikakademie. Was soll das sein? Was wird's wohl sein, ein Konzert? Pass auf, heute Abend lädt die Musikakademie Rosenheim zu einem Klangerlebnis der besonderen Art. So erklärt Ping Shao, Musikprofessor aus China, dass zum Beispiel grüner Marmor harmonischer klingt als weißer. Meist ist ja Schmarrn. Das ist kein Schmarrn, das ist Kunst. Ja, früher haben sie gesagt, Steine klopfen ist eine Strafe, heute ist es Kunst. Banause. Ja, genau. Ja, genau. Tipper Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Was haben Sie gefunden? Ja, was wird denn schon gefunden? Einmal Leich. Was? Machst du mal was anderes und schon kommt keine Sau. Was ist denn los? Ach, für das Konzert heute Abend. 25 Karten haben sie bis jetzt nur verkauft. Eine Katastrophe. Das mit dem Mineralienzeigel. Mhm. Kaffee? Weil das ist halt einmal was anderes als Hausmusik. Ja. Außerdem ist das Teil von einem Kulturaustauschprogramm. Das ist nicht einmal ein Kulturschockprogramm wert. Jetzt fang du auch noch an, Herrschaft. Wie? Ich muss unbedingt mit dem 80er rennen. 25 Leute und das in einem Saal mit über 200 Plätzen. Stockel, grüß dich. Da, wo? Guten Morgen, die Herren. Guten Morgen, der Herr. Sag mir, dass du schon da bist. Der Hansen ist auch noch das gekommen. Spielverderber. Jetzt verzeih mal, Michi. Also, der Tote heißt Axel Reuter, 66 Jahre alt, Rentner, aber ledig. Er war Oberstudienrat, er hat gewohnt in Bad Aibling und seit einiger Zeit hat er einen Wohnwagen in Waikiki. Was, auf Hawaii? Nein, nix Hawaii. Waikiki Rosenheim, gleich am Sieg. Das ist ein Campingplatz. Ach so. Ganz genau. Ja, und gefunden hat den Herrn Reuter hier die Frau Tramitz, wie sie mit dem Leusern spazieren wird. Grüß Gott. Grüß Gott. Guten Morgen, die Herren. Ja, Frau Doktor. Grüß Ihnen. Kommen Sie heute mal zusammen. Dann kann ich ja früh Feierabend machen. Wieso das? Weil ich nicht alles zweimal erzählen muss. Wir sind ganz ohr, Frau Doktor. Um es kurz zu machen, er wurde erschlagen. Der Täter hat dabei einen schweren, eher breitflächigen Gegenstand benutzt. Aber soweit mir bekannt ist, weiß ich... Ja, wir haben auch nichts gefunden. Das Einzige, was wir gefunden haben, schaut her, das ist hier diese Kamera. Die ist direkt neben Herrn Reuter gelegen. Ja, was ist denn mit seinem Geld und die Papiere? Ja, schauen wir mal. Dann kann man Raubmord ausschließen, oder? Und die Tatzeit? Das ist noch gar nicht lange her. Dem Wundverlauf nach etwa 4 Stunden. Also circa 5 Uhr morgens. Richtig. Ja, greisliche Zeit zum Fotografieren. Ja, aber scheinbar eine ganz gute, um jemanden umzubringen. Ne? Auf Wiederschauen, die Herren. Wiederschauen, Frau Doktor. Wiedersehen, Frau Doktor. Ja, vielleicht hat der Täter ja sogar gewusst, dass er um die Zeit hier fotografiert. Ja, ich frage mich nur, was er hier eigentlich fotografieren wollte. Sag mal, was ist denn an Fotos auf der Kamera drauf? 23, aber das ist noch eine mit Filmmaterial. Ich hoffe nur, dass das negativ nicht beschädigt wurde. Ja, dann hoffen wir mal mit. Ihr gebt uns Bescheid, gell? Ja gut, dann sehen wir uns mal auf diesem Campingplatz um, ne? Verkaufte Karten. Das ist ja eine Katastrophe. Genau genommen sind sogar nur 24. Wie das? Weil einer seine Karten zurückgegeben hat, der hat gedacht, das ist eine Mineralienausstellung. Sauber. Ich sehe schon am Lauser König sein Gesicht. Kommt der doch? Mit Gattin. Oh Gott. Den haut's doch gleich wieder rückwärts zum Saalen aus, wenn er die 25 Karten sieht. 24. Ja, wie auch immer. Aber, Herr 80er, ich hätte da vielleicht eine Idee, wie es mehr werden könnten. Wozu? Bin für jeden Vorschlag offen. Wir verteilen Freikarten. Freikarten? Ja, und setzen jeden in den Saal, den wir finden können. Freunde, Kollegen, Mitarbeiter, meinetwegen von der Straße, ganz egal. Hauptsache, der Laden wird voll. Ich weiß nicht. Wir können es auch so lassen, dann bleibt es halt bei den 25 Leuten. 24. Ganz, Herr Hansen, schon sind wir in Hawaii. Ja, ich hab's langsam begriffen. Ja. Weil. Ja. Grüß Gott. Hartl, mein Name, Kipper Rosenheim, mein Kollege, der Herr Hansen. Tag. Grüß Gott. Ist was passiert? Arbeiten Sie hier, Herr
Vogt. Ja, ja, das ist mein Campingplatz hier. Umso besser. Wir würden gerne den Wohnwagen von Herrn Reuter sehen. Vom Reuter? Sie weiß gar nicht, ob der da ist. Er ist nicht da. Er ist umgebracht worden. Ah, was? Vielleicht könnten Sie uns jetzt zeigen, wo sein Wohnwagen steht. Sagen Sie, heute in der Früh, 4, 5, ist Ihnen da was aufgefallen? Haben Sie da was gehört? Geräusche? Stimmen? Nein, nix. Da habe ich fest geschlafen. War ein harter Tag gestern. Ja, also, das ist der Wagen von Herrn Reuter. Ja, nicht anfassen. Na gut. Sie oder Sie? Und? Ja, nicht anfassen, Herr Vogt. Oh, also der Reuter scheint ja ein ziemlicher Reptilienfreund gewesen zu sein. Zumindest liegen hier jede Menge Fotos herum. Wissen wir ja, was er im Wald fotografiert hat. Er scheint jetzt kürzlich von jemandem Besuch gehabt zu haben. Schauen Sie mal. Vielleicht hat er sogar mit seinem Mörder zusammen ein Glasl getrunken. Ich hoffe mal, die Spusi an, dass die sich das hier mal ansehen. Ja, und wir brauchen unbedingt jemanden, der sich bei den ganzen Camper da umhört. Herr Vogt, sagen Sie mal, haben Sie zufälligerweise mitgekriegt, wen der Herr Reuter gestern Abend zu Besuch gehabt hat? Nein, aber ich mische mich auch nicht in die Privatangelegenheiten der Camper ein. Also zumindest solange sie sich anständig benehmen. Und der Herr Reuter war anständig? Ja, ja, das war ganz korrekt. Also, ich glaube, Lehrer war der, gell? Oberstudienrat. Und seit wann hat denn der hier campiert? Seit einem Dreivierteljahr. Und wie haben Sie so mit den anderen verstanden? Eigentlich ganz gut. Bis auf den Meierling. Die zwei, die konnten es nicht so miteinander. Meierling? Harald Meierling, der hat hier auch einen Dauerplatz. Da hat sich der Reuter immer aufgeregt, dass der so laut Fernsehen schaut. Also rechtschaffener Nachbarschaftsstreit. Ja, und gestern Nachmittag, da sind sie dann richtig aneinander geraten. Okay, wo findet ihr denn den Herrn Meierling? Platz 18. Da drüben ist seine Frau. Dankeschön. So, die Spusi wäre unterwegs. Was haben Sie denn da? Amphibien aktuell. Ausgabe von letzter Woche. Schauen Sie mal. Gleich fünfmal das gleiche Heft. Was kauft sie noch einer fünfmal die gleiche Zeitschrift? Ja. Frau Stockel? Der 80er. Die Unterschriftenmappe. Besten Dank zurück. Legen Sie es einfach auf den Schreibtisch. Ja. Frau Stockel, Sie sind doch ein kulturinteressierter Mensch. Richtig, Herr 80er. Ja. Und da wollte ich Sie recht gerne zu einem Konzert in unserer Musikakademie einladen. Aber nicht zu musizieren mit Mineralien. Ja, doch. Na. Ja, ich gebe ja zu, ein bisschen eigentümlich ist es schon, das Thema, aber... Im Gegenteil. Ich finde das wahnsinnig spannend. Ach so? Ja, so ein klingender Stein, der hat was ganz Übersinnliches. Übersinnliches, aha. Ich konnte heute Abend leider nicht. Ah, nicht? Die Elfi hat 40. Geburtstag und das kann ich leider nicht absagen. Tja, schaut. Die Herren? Die sind auf dem Campingplatz bei Kiki, da hat es einen Mord gegeben. Ach so, dann sollen Sie doch gleich bei mir vorbeischauen, wenn Sie wieder da sind. Richtig aus. Schaut. Ermordet? Der Herr Reuter? Um Gottes Willen. Ja, haben Sie schon eine Ahnung, wer? Leider nicht, nein. Aber deswegen darf man ganz gerne mit Ihrem Mann sprechen. Mit meinem Mann? Der ist in die Stadt gefahren. Hm. Wann ist er denn wieder da? Das weiß ich nicht. Aber was wollen Sie denn von meinem Mann? Was wir so gehört haben, soll es öfter Streitereien gegeben haben zwischen ihm und dem Herrn Reuter. Davon weiß ich nichts. Gestern Nachmittag soll es sogar fast zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Dazu kann ich Ihnen nichts sagen, da war ich am See. Und heute Morgen gegen, sagen wir mal, 5 Uhr, wo waren Sie da? Da habe ich geschlafen, hier in unserem Wohnwagen. Und Ihr Mann? Der natürlich auch. Wenn Ihr Mann dann zurück ist, dann richten Sie ihn bitte aus, dass er sich umgehend bei uns melden soll. Gell? Wiederschauen. Danke. Ah, morgen, die Herren. Gott, Herr 80er. Ach, wir haben einen neuen Fall. Ja, einen Oberstudienrat haben Sie ermordet. Aha, gibt's schon was Konkretes? Ja, wir untersuchen noch das Umfeld des Opfers. Hm? Verstehe. Sie halten mich auf dem Laufenden. Ja, selbstverständlich, wie immer. Was anderes, wie schaut's aus heute Abend? Haben Sie Zeit? Ich hätte da noch ein paar Freikarten für ein Konzert in der Musikakademie. Aha, was ist das für ein Konzert? Ein wirklich außergewöhnliches Konzert. Mit internationalen Künstlern. Sehr zu empfehlen. Herr 80er, ich tat da wahnsinnig gern hier, aber ich habe heute auf Nacht einen Termin, der lässt sich unmöglich aufschieben. Schade, Herr Hartl. Wirklich sehr schade.
Aber Sie, Hans, Sie können doch. Ja, ich muss aber noch ein paar Arbeitsberichte fertig machen. Die Frau Ortmann, die drängelt schon. Dann nehmen Sie sie doch einfach mit, wenn Sie gleich Ihre Arbeitsbeziehung aufbessern. Klingt ja schon fast wie eine Dienstanweisung. Wenn Sie so wollen. Sie würden mir außerdem einen wirklich großen Gefallen damit tun. Ach, ja gut. Unheimlich gern. Sehr schön. Also dann eine Karte für Sie und eine für die Frau Ortmann. Ja, vorausgesetzt, Frau Ortmann kommt mit. Oh, denke ich doch. Also dann, bis heute Abend, 19 Uhr. Jawohl. Wiederschauen. Wiederschauen. Stock, sag mal, der Michi, ist der schon vor Abling zurück? Nein, noch nicht. Aber ich habe hier die Telefonliste vom Reuter, unserem Opfer, die hat der Michi angefordert. Aha. Und der Meierling, hat der sich schon gerührt? Nein, wer soll das sein? Das ist ein Dauerkämpfer von Waikiki. Geh, sei so gut und ruf den einmal an, der soll heute noch vorbeischauen. Da schau her. Was hat denn unser Herr Reuter mit einem Professor zu tun? Bitte? Das letzte Gespräch, das unser Opfer geführt hat, war mit einem Professor Blum. Franz Blum? Ja, kennen Sie den? Ein Spezialist für Herpetologie. Für was? Herpetologie, Sie wissen schon. Die Lehre von den Tierklassen der Amphibien, Reptilien. So, hier. Neue Amphibienart bei Rosenheim entdeckt, aber das hat den Reuter bestimmt interessiert. So oft, wie die miteinander telefoniert haben. Ja. Da kann uns der Blum bestimmt was über den Reuter erzählen. So, ich habe jetzt den Herrn Meierling erreicht. Der ist gerade in der Stadt und in einer Stunde hier. Ja, wunderbar. Jetzt brauchen wir da noch einen Termin. Von einem Lurch? Nein, mit dem Professor Blum. Aha. Danke, Frau Stockel. Ja gut, dann wollen wir mal hören, was die Frau Doktor für uns hat. Ja. Na, das wird sicher sehr interessant. Ja, 80er. Ermitteln Sie jetzt, ja? Nein, keine Sorge, Herr Hartl. Im Augenblick bin ich eher im kulturellen Auftrag unterwegs. Aber ich bin auch schon weg, Frau Doktor. Meine Herren. Vergo. Wiedersehen. Tja, Herr 80er war so freundlich, mir eine Konzertkarte zu schenken. Ach so. Obwohl ich nicht ganz sicher bin, was hier eigentlich gespielt wird. Ja, wir wollten eigentlich wissen, was da Neues gibt. Wie ich schon vermutet habe, handelt es sich bei der Todesursache um eine Schädelfraktur. Hervorgerufen durch einen kräftigen Schlag auf seinen Hinterkopf. Haben Sie schon Ahnung, mit was der Täter zugeschlagen hat? Wie gesagt, es handelt sich eher um einen breitflächigen Gegenstand. Wobei es seitlich Abschürfungen gibt, die auf einen scharfkantigen, gezackten Rand hindeuten. Ich zeig's Ihnen. Nein, danke, danke. Wir können es uns gut vorstellen. Ein breitflächig, scharfkantig, gezackt, das könnte doch ein Spaten sein. Das wäre durchaus möglich. Wobei ich mich bei Gartengeräten weniger auskenne. Ja, gut, dann danke, Frau Doktor. Wenn es was Neues gibt, melde ich mich. Ja, für Gott. Für Gott. Guten Tag, Eckstein. Herrn Dr. Lauser König hätte ich gern gesprochen. Danke. Hallo, Dietmar. Du, ich komme auch auf das Konzert heute Abend. Sehen wir uns? Ach, deine Frau kommt mit. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Ich kann mich auch alleine amüsieren. Mhm. Tschüss. Mei, Herr 80er, sonst sehr gern. Ja. Schade, Herr Mort. Ja, sehr schade. Ich bin gerade noch mal davor gekommen. Hättest du nicht zum Steine klopfen sollen? Also Hartl, wirklich, musizieren mit Mineralien, das interessiert doch keine Sau. Wer weiß. Na. Ja, Sie werden schon sehen, das wird eine richtig runde Sache. Ja, bestimmt. Was lebst du denn eigentlich rum? Das sind Privatunterlagen aus der Wohnung vom Toten. Ich hab gedacht, vielleicht wollt ihr mal reinschauen. Da hast du richtig gedacht. War sonst irgendwas Auffälliges in der Wohnung? Na, ich hab mit den Kollegen geredet, die am Campingplatz sich umgeschaut haben. Ja und? Ja, nix. Die haben alle geschlafen. Fast alle Wohnwegen sind besetzt und keiner hört was. Was mich nicht wirklich wundert, um 5 Uhr morgens. Wie schaut's denn aus mit den Fingerabdrücken aus dem Reutersheim Wohnwagen? Ja, auch nichts. Die auf dem einen Weinglas sind die vom Reuter und die anderen, die können wir nicht zuordnen. So, ich habe jetzt gerade mit dem Professor Blum telefoniert. Ah ja, und was sagt er? Bis um 16 Uhr ist er in der Fachhochschule und danach hält er einen Vortrag. Mhm, danke. 16 Uhr, dann sollten wir gleich mal los.
Ja, und ich trinke Kaffee mit Meierling, oder wie? Ah, stimmt, der kommt ja auch noch. Nehmen Sie den Blumen und ich rede mit Meierling. Von mir aus. Können Sie gleich mal einen Blick in Reuters Unterlagen werfen. So war das aber nicht gemeint. Ich weiß. Entschuldigung, Herr Professor Blum, da ist ein Herr von der Polizei für Sie. Danke. Tag. Hansen, mein Name, Kripo Rosenheim. Polizei? Hab ich was angestellt? Das weiß ich nicht. Es geht um Herrn Reuter. Axel Reuter. Ja, ich kenne Herrn Reuter. Er ist heute Morgen tot in der Nähe vom Campingplatz Waikiki aufgefunden worden. Ermordet. Der Herr Meierling wird's da. Scott, Hartl, Hauptkommissar, bitte. Meierling. Ja, Herr Meierling. Ihre Frau, die hat Sie doch bestimmt schon über den Tod von Herrn Reuter informiert. Ja, hat sie. Und sie hat auch gesagt, dass ich unter Verdacht stehe. Stimmt das? Sagen wir mal, das beste Verhältnis haben Sie ja nicht gerade gehabt zu Herrn Reuter. Ich werde Ihnen mal was sagen. Ich habe einen Elektroinstallationsbetrieb in Ingolstadt. Ich arbeite 12 Stunden täglich, 6 Tage in der Woche. Da lasse ich mir von niemandem vorschreiben, was ich in meinem Urlaub zu tun habe. Das verstehe ich, ja. Und schon gar nicht von so einem dahergelaufenen Oberstudienrat. Da werde ich grantig. So wie gestern. Was? Gestern? Gestern sind Sie ja, was ich gehört habe, gegenüber dem Herrn Reuter fast handgreiflich waren. So weiß ich nichts davon. Es gibt aber einen Zeugen. Ja, richtig. Herr Reuter war ein begeisterter Herpetologe. Sehr interessiert, wenn auch auf einem laienhaften Niveau. Sie haben diese Woche mehrfach mit ihm telefoniert. Ja, er hat sich nach Terminen für meine Vorlesungen erkundigt. Er war oft hier. Allein oder in Begleitung? Soweit ich mich erinnern kann, kam er immer allein. Wann haben Sie ihn denn zuletzt gesehen? Vor ungefähr 2 Wochen, würde ich mal sagen, da hat er mir Fotos von einer bestimmten Lurchart gezeigt. Das waren sehr schöne Aufnahmen. Mhm. Die er selbst gemacht hat? Ja, das war ein weiteres Hobby von Herrn Reuter, die Fotografie. Ja, ein Hobby, von dem vermutlich auch sein Mörder gewusst hat. Ach. Wir gehen nämlich davon aus, dass er ihn beim Fotografieren aufgelauert hat. Haben Sie es gestritten mit dem Herrn Reuter, ja oder nein? Ja, schon möglich. Und warum ist es gegangen? Ich wollte gerade ein Fußballspiel anschauen. Da steht der hinter mir und fängt schon wieder an. Und dann sind sie auf ihm los. Ich wollte halt, dass er verschwindet. Aber ich habe ihn nicht angefasst. Und wenn jemand was anderes behauptet, dann lügt er. Wo waren Sie denn heute in der Früh um 5 Uhr? Schlafen. Hat der Herr Reuter mal erwähnt, dass er Streit mit jemandem gehabt hat oder irgendwelchen Ärger? Wissen Sie, so gut kannten wir uns dann doch nicht. Bevor ich es vergesse, ich muss Ihnen ja noch gratulieren zu Ihrer Entdeckung der neuen Lurchart. Gott. Ja, sehr schön, danke. Sowas kommt ja auch nicht alle Tage vor, denke ich mal. Ja, für uns eins ist das was Besonderes, aber es gibt wichtigere Dinge im Leben. Ja, für Herrn Reuter scheint das auch was ganz Besonderes gewesen zu sein. Stellen Sie sich mal vor, er hat sich gleich 5-mal dieselbe Ausgabe mit Ihrem Artikel gekauft. Hat er das? Na, wie gesagt, er war eben sehr interessiert. Ja, ganz offensichtlich, ne? Hören Sie, meine Studenten kommen jetzt schon und ich muss noch ein bisschen was vorbereiten. Wenn Sie also sonst nichts mehr haben... Naja, eins noch. Wo waren Sie denn heute Morgen gegen, sagen wir mal, 5 Uhr? Da war ich im Bett, ich habe geschlafen. Kann das jemand bezeugen? Ich befürchte nicht, nein. Gut, dann will ich Sie mal nicht länger aufhalten, ne? Ich hoffe, dass Sie diese hässliche Sache schnell aufklären. Das werden wir. Keine Sorge. Wiedersehen. Ortmann. Herr Hansen, Sie wollen mir bestimmt sagen, dass Sie Ihre Arbeitsberichte fertig haben. Schön wär's. Nein, ich wollte Sie fragen, was Sie heute Abend machen. Ich muss mich auf ein Seminar vorbereiten. Wieso? Ah ja, ich hätte dann nämlich 2 Karten für ein Konzert. Vielleicht hätten Sie Lust mitzukommen. Ach, das ist aber nett. Falls Sie da aber noch arbeiten müssen, verstehe ich das. Was ist denn das für ein Konzert? Ja, Konzert eben mit... internationalen Künstlern, Musik, Sie wissen schon, sowas. Warum eigentlich nicht? Ja, schön.
treffen wir uns um 6:45 vor der Musikakademie. 6:45. Gut, gebe ich Ihnen schon mal Ihre Karte. Ne? Danke. Sehen wir uns später. Musizieren mit Mineralien. Du, am nächsten Dienstag hätte der Reuter einen Termin gehabt bei einem Herrn Dr. Ehlers. Soll ich mal nachbohren? Vielleicht kannst du Herr Doktor was sagen. Ja, schaden kann das nicht, aber erreichen werden Sie jetzt niemand mehr. Ja, dann darf ich sagen, wir machen einen Ausschluss für heute. He? Geht noch wer mit in Rosenbrei? Sehr witzig. Ich dachte, Sie hätten noch einen wichtigen Termin. Das ist ein wichtiger Termin, Herr Kollege. Sie wissen ja nicht was Gutes. Also, wiederschauen. Ach so. Mei, musizieren mit Mineralien. So gern wäre ich mitgegangen. Sie können ja mitkommen, Herr Mohr. Herr 80 hat noch jede Menge Karten. Nein, Hans, gar nicht. Ich habe ganz eine wichtige Besprechung bei der Freiwilligen Feuerwehr. Das ist ein Pech, ne? Nein, Pflicht, Hans, Pflicht. Achtung! Pflicht, ja. Wem sagen Sie das, die Pflicht? Guten Abend, Joe. Ja. Ja, guten Abend. Was treibt denn euch zwei so spät umeinander? Wir brauchen jetzt erstmal unbedingt was zu trinken. Ja. Bitte, Rotwein? Nein, für mich bitte nicht. Ich brauche was Stärkeres. Gin Tonic, bitte. Ja, für mich auch, bitte. Gut, dann gehen wir an die Bar. Hoppla, ich dachte, Sie wollten sich noch auf Ihr Seminar vorbereiten. Sehe ich so aus? Und Sie, wollten Sie nicht noch Ihre Berichte fertig schreiben? Ja, ich glaube, das wird heute auch nichts mehr. Der von auf dem Anlass rum? Also, wir haben jetzt, wie lange? 2 geschlagene Stunden mit 20 anderen Kollegen schwingenden Mineralien zugehört. Also, das ist, da kriegst du irgendwann selbst ein Tremolo. Wie wir jetzt wissen, heißt das nicht Tremolo, sondern Vibrato. Also mag sein, dass der mit seinen Mineralien Vibrato gemacht hat, aber was für mich rüberkam, war ein Tremolo. Ja, besser als andersrum. Wieso das? Ja, weil... Ja, also ich glaube, wir wechseln lieber das Thema. Hm? Ja. Ihr wart bei dem Konzert von dem Chinesen? Ich glaube, die Leute haben applaudiert, weil es vorbei war. Ja, ich glaube auch. Warum in alles in der Welt geht man zu sowas hin? Das müssen Sie den Herrn Hansen fragen. Er hat mich eingeladen. Aha. Ja, ich konnte ja nicht wissen, dass die das mit den Mineralien so wörtlich nehmen. Hm? Was soll's. Ich habe mich trotzdem amüsiert. Da bin ich jetzt aber froh. Und der Abend ist ja auch noch nicht vorbei. Zum Wohl. Zum Wohl. Morgen, Marie. Wie war denn dein Abend? Frag nicht. Da. Chinesischer Künstler wird von Rosenheimer Publikum gefeiert. Aha. Verzauberte Xau, seine Zuhörer, das klingt doch gut. Ja, ja, aber der Journalist, der das geschrieben hat, war selber gar nicht da. Ich weiß gar nicht, woher der sein Urteil hat. Also war's schlimm. Geschmäcker sind halt verschieden, gell? Und das ist schon eine sehr fremde Kultur. Und was gibt's bei dir noch? Wir haben eine Leiche am Waikiki. Der Campingplatz? Genau der. Da haben wir erst vor kurzem irgendwas im Stadtrat diskutiert. Was noch? Hattl, ich bin schon über 40. Knapp. Ich kann mir auch nicht mehr alles merken. Aber du kannst das versuchen, dass du das für uns rausbringst. Ja? Guten Morgen, Frau Stöckel. Guten Morgen, Frau Ortmann. Wie war der gestrige Abend? Ganz nett. Und das Konzert? Toll. Ich meine, der Titel Musizieren mit Mineralien klingt ja sehr vielversprechend. Ja, und er hält, was er verspricht. Einfach mal was ganz anderes. Ja, ich wäre so gern dabei gewesen. Ich habe nur gestern Abend überhaupt keine Zeit gehabt. Ja, sehr schade. Da haben Sie wirklich was verpasst. Das wird den Herrn 80er sicher freuen. Was hat denn das jetzt mit dem Herrn 80er zu tun? Hat der Herr Hansen Ihnen nicht gesagt, dass er die Karten vom Herrn 80er gekriegt hat? Ach, doch, doch, natürlich. Ja, ich habe schon gedacht, der Hansen hat so getan, als wenn es seine Idee gewesen wäre. Nein, nein, keine Angst, er hat mir alles erzählt. Dabei hat ja der Herr 80er an Herrn Hansen quasi per Dienstanweisung dazu verdonnert, mit Ihnen auf das Konzert zu gehen. Tja, so ist das manchmal. Ich gehe dann mal. Schönen Tag noch. Ebenfalls. Oh, Sasa. Guten Morgen. Guten Morgen. So, so, per Dienstanweisung. Der kann was. Hab ich da irgendwas falsch gemacht? Die Ortmann ist halt manchmal ein bisschen anders als wir. Ja, du magst recht haben. Also erst einmal guten Morgen, Stöckel. Guten Morgen, lieber Hartl. Hast du einen Kaffee? Selbstverständlich. Wie ist es, Lieb? Ah, moin moin allerseits. Guten Morgen, Herr Kollege. Guten Morgen. Sagen Sie mal, wie war denn Ihr Abend gestern? Ehrlich gesagt, ganz nett. Aha.
Also der Hoferin hat ja, was ich weiß, das nicht gefallen. Ja, also mir auch nicht wirklich. Aber ich war noch mit der Frau Ortmann beim Joe. Und wir haben einen richtig netten Abend gehabt. Aha, da wird sich der Herr 80er aber freuen, dass die Frau Ortmann und Sie ihre Beziehung so pflegen. Da ist die Stocke. Da ist die Michi. Und meine Häuptlinge sind auch da. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, Michi, sag mal, hast du schon was über den Dr. Ehlers rausgefunden? Ja, freilich. Der Dr. Ehlers, das ist kein Arzt, das ist ein Jurist. Ich habe probiert, dass ich ihn erreiche, aber die Sekretärin hat gesagt, er ist gerade in einer Sitzung. Aber wenn er fertig ist, dann ruft er mich gleich hoch. Das ist aber nicht voll. Wartet ein bisschen. Dann noch ein paar wunderschöne Fotos aus der Kamera vom Opfer. Naturaufnahme. Aha, ein Lurch. Ein Lurch, ein Lurch, ein Lurch, ein Lurch, kein Lurch. Oha, da schau her. Das ist aber mehr als nur ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis. Das ist ein Verhältnis. Mhm. Bei dem Streit ist nicht ums Fernsehen gegangen, sondern um die Frau. Ich hab doch gewusst, dass die mir nicht alles gesagt hat. Sie und ihr Bauchgefühl. Dann sind ja Herr und Frau Meierling wieder groß im Rennen, würde ich mal sagen. Darf ich sagen, statt mit denen mal einen Besuch ab. Ja. Herr Mohr. Kaffee. Danke. Ja. Servus. Hallo, Frau Ortmann. Sind Sie noch gut nach Hause gekommen? Natürlich bin ich gut nach Hause gekommen. Was glauben Sie denn? Schönen Tag noch. Haben Sie mir nicht gesagt, dass der Abend gestern nett war? Ich verstehe die Frau nicht, warum sie jetzt wieder so zwider ist. Zwider, ja. Sie kennen ja den Spruch, was sich liebt, das neckt sich. Ich kann Sie beruhigen, das muss an was anderem liegen. Ja. Ah, Sie schon wieder. Ja. Erst werden Ihre Kollegen hier alles absperren und dann verdächtigen sie auch noch die Gäste. Lang geht das für nimmer gut. Ist doch niemand verdächtigt worden? Nein, Ihre Kollegen haben hier alle verhört. Ein Verhör schaut anders aus, Herr Vogt, das darf es mir glauben. Es war eine routinemäßige Befragung. Stellen Sie sich vor, einer von denen hätte einen Mörder gesehen, sagt aber nichts, weil wir nicht gefragt haben. Ja, aber wie lange soll denn das noch gehen, diese Befragungen und Absperrungen? Bis wir den Mörder gefunden haben, ne? Ja. Aber sowas kann doch dauern. Bei uns nicht, und jetzt lassen Sie uns bitte schön unsere Arbeit machen. Frau Meierling, wir müssen mit einer nochmal reden. Ja, bitte. Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns erstmal ohne Ihren Mann unterhalten. Wir haben Grund zu der Annahme, dass Ihr Verhältnis zu Herrn Reuter weit tiefer ging, als Sie uns erzählt haben. Während mein Mann den ganzen Tag nur vor seinem Fernseher sitzt, hatte der Herr Reuter Witz und Verstand. Er hat mich zum Lachen gebracht. Mit der Zeit ist halt ein bisschen mehr draus geworden. Und das bisschen mehr, wie lange ist denn das schon gegangen? Seit letzten Sommer. Ihr Mann hat dir davon gewusst? Ja, hallo? Blumen. Ich habe halt keine Lust mehr gehabt zum Arbeiten. Ach, und da fallen die Blumen ein. Danke, mein Schatz. Welcher Idiot? Ah, der Herr Kommissar. Was machen Sie denn da? Das ist mein Kollege, der Kriminalhauptkommissar Hansen. Scott? Tag, Herr Meierling. Wir müssten Sie bitten, mit aufs Kommissariat zu kommen. Bei Ihrem Streit mit Herrn Reuter ging es doch nicht um Ihren Fernsehkonsum, sondern um Ihre Frau. Sie täuschen sich. Herr Meierling, Sie haben von dem Verhältnis gewusst, das Ihre Frau mit dem Herrn Reuter gehabt hat. Verhältnis? Die haben sich unterhalten. Die haben kein Verhältnis gehabt. Nicht in dem Sinn, was unser eins darunter versteht. Aber deswegen bringe ich ihn doch nicht um. Wir sind ja nicht mehr Mittelalter. Eifersucht ist heute auch noch ein Mordmotiv. Ach, jetzt hör mir doch auf. Eifersüchtig. Worauf denn? Auf das Gequatsche? Da, weil er was mit ihrer Frau angefangen hat. Ja, ja. Genau. Davon hat der Reuter vielleicht geträumt. Das hat mir nicht kratzt. Aber dass er dauernd den Oberlehrer gespielt hat und mir Vorschriften machen wollte, das ist mir wirklich auf den Geist gegangen. Was haben Sie gesagt? Wann ist er umgebracht worden? Bei Sonnenaufgang. Da sehen Sie es ja schon, dass ich es nicht gewesen sein kann. Und wieso? Weil ich da geschlafen habe. Ach so. Geschlafen. Und das soll uns als Alibi reichen, ja? Da bin ich mir ganz sicher. Wir haben am Vorabend zusammen was getrunken. Wenn ich ihn hätte umbringen wollen, dann hätte ich ihn in der Nacht umgebracht. Und nicht in aller Herrgottsfrüh mit einem Brummschädel. Trotzdem.
Sie haben ein starkes Motiv und kein Alibi. Sie bleiben erstmal bei uns. Andi. Kruzifix, brauchst doch meine Frau! Glaubst du, die wäre noch bei mir, wenn sie denken wird, dass ich es war? Und meine Herren, wie schaut's aus? Also entweder hat er nicht mehr alle Tassen im Schrank, oder was? Ich glaube ja, dass es Ersteres bei ihm zutrifft. Ach so? Sie glauben ihm, dass er sich mehr darüber geärgert hat, dass der Typ ihm Vorschriften gemacht hat, als dass er was mit seiner Frau hatte? Ich glaube, dass der das gar nicht geschnallt hat, dass die was miteinander haben. Und ich glaube ihm auch, dass wenn der jemand umbringt, dass er das spontan macht und auch nicht in alle Herrgottsfrüh. Also wie dem auch sei, wir müssen noch mal mit der Frau Meierling reden. Ah, Entschuldigung, meine Herren, der Herr Dr. Ehlers wäre am Telefon. Der hat gemeint, er soll zurückrufen. Ja, das ist erst steilsten durch. Mach ich. Herr Hansen, wie war denn gestern Ihr Abend mit Frau Hartmann? Eigentlich war der Abend ganz nett. Hm? Eigentlich? Ja, irgendwie hat sie wohl mitbekommen, dass es sich dabei um eine Dienstanweisung von Ihnen gehandelt hat. Also von mir hat es das nicht. Frau Stockel. Ich befürchte, ja. Soll ich mal mit der Frau Hartmann reden? Das mache ich schon selbst. Ach, na ja, aufgrund der hervorragenden Presse und der daraus resultierenden Nachfrage gibt es heute Abend noch ein zweites Konzert. Heute Abend muss ich definitiv die Berichte fertig machen. Keine Sorge, die Leute reißen sich um die Karten. Aber falls Sie noch jemanden einladen wollen, zwei Karten hätte ich noch. Wenn mir noch jemand einfällt, gebe ich ihm Bescheid. Gut, einen schönen Tag. Ja, wiederhören. War gerade ein interessantes Gespräch. Ah ja? Und zwar hatte Reuter den Dr. Ehlers tatsächlich als Anwalt kontaktiert und wollte von ihm wissen, wie man die Entdeckung von einer neuen Tierart rechtlich schützen kann. Aha, wie oft kann man denn bitte eine neue Tierart entdecken? Herr Professor Blum hat doch auch eben erst eine entdeckt. Hören Sie mal das Heftchen mit den Lurchen her. Ja. Bitte sehr. Oh, das ist ein Zufall. Das ist dasselbe Viech. Also wenn man dem Datum Glauben schenken darf, dann ist das Foto vom Reuter lange vor Erscheinen der Zeitschrift gemacht worden. Da muss man sich schon fragen, wie das Foto von so einem seltenen Lurch in die Kamera vom Reuter kommt. Ja. Also stellen Sie sich vor, Sie sind der Reuter und entdecken eine neue Lurchart. Was würden Sie machen? Ich darf mich an einen Experten wenden. Und der versucht jetzt, dass er diese sensationelle Entdeckung für sich selber ausschlachtet. Aber der eigentliche Entdecker droht mit einem Gerichtsverfahren und will ihn als Hochstapler entlarven. Peinlich für den Professor. Ja, sehr peinlich. Der kann, wenn es dumm läuft, wegen so einer Sache seinen Lehrstuhl verlieren. Damit hat er Motiv. Und zwar ein handfestes. Darf ich sagen, ich lasse den Herrn Professor mal hier bringen. Machen Sie das. Ich muss eben mal mit der Frau Stockel reden, ja? Machen Sie das? Frau Stockel? Ja. Ich habe da ein kleines Problem mit der Frau Ortmann. Wer hat es nicht? Aber vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Ja, in dem Fall können Sie tatsächlich helfen. Dieses kleine Problem beruht nämlich auf einer Indiskretion, die entweder Herr 80er oder Sie begangen haben. Aha. Ja, mit Herrn 80er habe ich bereits gesprochen. Er war es nicht. Dann bin ich das also gewesen. Was soll ich denn gesagt haben? Stichwort Dienstanweisung. Kann es sein, dass Sie da was gegenüber der Frau Ortmann haben fallen lassen? Mei, Herr Hansen, Sie wissen ja, wie es ist. Die Frau Ortmann und ich haben heute in der Früh ein bisschen geplaudert und dann hat sie mir gesagt, wie wunderbar sie das Konzert gefunden hat. Und dann habe ich nur gesagt, dass sie das dem Herrn 80er zu verdanken hat. Ja, und da haben Sie die Dienstanweisung erwähnt. Das war ein Witz, sie konnte nicht rühren, dass sie das gleich so ernst nimmt. Ja, Frau Stockel, ich würde mir wünschen, dass Sie in Zukunft etwas mehr Feingefühl beweisen. Sie kennen ja Frau Ortmann. Danke. Herein. Ach, Herr Hansen, was gibt's? Herr 80er, ich will gar nicht lange stören. Sagen Sie, hätten Sie noch die zwei Karten für heute Abend? Ja, ja, sicher. Ja, Sie hatten mir doch angeboten, wenn ich noch jemanden wüsste. Selbstverständlich. Ja. Wen wollen Sie denn damit beglücken? Beglücken? Ich gehe selber noch mal hin. Tatsächlich? Ich dachte, Sie... Ja, ich hab's mir noch mal anders überlegt, ne? Aha. Vielen Dank. Ja, gern. Viel Spaß. Herr Professor Blum, das trifft sich wunderbar. Ja, bitte, was kann ich denn für Sie tun? Wir hätten noch ein paar Fragen wegen dem Lurch, den wir Sie entdeckt haben. Oh, das passt jetzt gar nicht. Die Woche ist sehr voll. Vielleicht Anfang nächster Woche, ja? Nein, wir müssen nämlich darauf bestehen. Ungeheuerlich.
Sie führen mich von meinem Lehrstuhl ab wie einen gewöhnlichen Verbrecher. Die halbe Belegschaft sieht, wie ich verhaftet werde für eine Sache, mit der ich überhaupt nichts zu tun habe. Jetzt gehen wir mal oben vom Gas, Herr Blum. Setzen uns hin und dann besprechen wir alles in Ruhe. Da gibt es nichts zu besprechen. Oh doch. Ich will meinen Anwalt sprechen. Schauen Sie mal. In diesem Artikel hier beanspruchen Sie die Entdeckung der neuen Lurchart für sich. Wir wissen aber, dass Herr Reuter der eigentliche Entdecker ist. Im Wohnwagen von Herrn Reuter, da haben wir Weingläser gefunden, auf denen waren Ihre Fingerabdrücke. Ich weiß nicht. Das müssen Sie mir glauben. Sie wollten Herr Reuter davon abhalten, Sie zu verklagen. Ja, ich habe versucht, Reuter davon zu überzeugen, von der Anzeige abzusehen. Womit wollten Sie ihn überzeugen? Nicht der Arbeiter, der das Grab des Pharaos findet, gilt als der Entdecker, sondern derjenige, der die Expedition geleitet hat. Der, der den wissenschaftlichen Hintergrund stellt. Ohne mich hätte der Reuter doch gar nicht gewusst, was er da vor sich hat. Und er hat sich nicht überzeugen lassen? Doch. Ich habe mich bei ihm entschuldigt und ich habe ihm zugesichert, dass ich ihn in meiner wissenschaftlichen Arbeit über den Lurch erwähnen werde. Und das hat ihm gereicht? Ja. Noch wichtiger als alles andere war ihm die Erhaltung der Art. Und ich konnte ihn davon überzeugen, dass wir zusammen viel mehr für den Lurch erreichen können als er alleine. Ja, mag sein, dass Sie mir das nicht glauben. Aber der ganze Bereich muss zum Naturschutzgebiet erklärt werden. Und danach? Was dann passiert? Naja, als die Unstimmigkeiten beseitigt waren und er meine Entschuldigung angenommen hat, da haben wir noch die Flasche Wein getrunken, die ich mitgebracht hatte, und dann bin ich wieder gefahren. Hm. Also ich habe nur ein ganz kleines Schluckerl genommen. Keine Angst deswegen, wenn wir Sie nicht verhaften. Aber wegen des Tatverdachts, Herrn Reuter erschlagen zu haben, müssen wir Sie leider hier behalten. Herr Mohr. Herr Kopp, gehen wir mal her. Das ist der Herr Professor Blum, der bleibt ein bisschen bei uns und das sind seine Sachen. Danke. Ja, ohne Tatwaffe wird es schwierig. Ne? Allerdings. So, meine Herren. Frau Hofer, Marie. Ach. Grüß Gott, Frau Marie. Hallo, Herr Michi. Servus miteinander. Grüß dich. Ich bin gleich wieder da, ich muss noch schnell was erledigen. Ja, und hast du es rausgefunden? Vielleicht. Hast du gewusst, dass das die letzte Saison von Waikiki ist? Na, wieso? Weil da gebaut werden soll. Eine Hotelanlage. Aha, und wo genau? Zeigst du auf der Karte? Komm. Ich brauche für jeden einzelnen Posten einen Beleg, sonst kann ich das nicht abrechnen. Okay. Erst nur heute noch. Okay. Alles klar? Alles klar. Hallo, Frau Ortmann. Herr Hansen, Sie wollen mir sicherlich sagen, dass Sie Ihre Arbeitsberichte fertig haben. Nicht wirklich. Eigentlich wollte ich Sie fragen, was Sie heute Abend machen. Ich muss mein Seminar vorbereiten. Wieso? Ich hätte da ein paar Karten für ein Konzert. Vielleicht hätten Sie ja Lust, mitzukommen. Was soll das? Das ist ein Konzert, ne? Mit internationalen Künstlern, Musik, Bing, Bang, Bong. Sie wissen schon. Und was sagt der Herr 80er dazu? Also ehrlich gesagt, glaube ich, ihm hat es nicht so gefallen. Er war auch sehr verwundert, dass ich mir das noch ein zweites Mal antun will. Und, wollen Sie? Wir könnten ja vielleicht den ersten Teil überspringen und gleich zu Joe gehen. Außer Sie bestehen drauf, dann gehe ich da gerne noch mal mit Ihnen rein. Das würden Sie für mich tun. Klar. Aber was machen wir dann mit den Karten? Ach, das ist doch egal. Ich hätte da eine Idee, wem wir sie geben könnten. Ja, bis zum Kaltenbau. Freilich? Herr Hansen, schauen Sie mal her, was die Frau Hofer für uns rausgefunden hat. Ja, schauen Sie, das ganze Gebiet hier um den Campingplatz Waikiki rum will ein Investor kaufen und eine Hotelanlage bauen. Aha, und hat das eine Chance, genehmigt zu werden? Naja, es wurde im Stadtrat heiß diskutiert, weil auch der ganze Auwald da in Mitleidenschaft gezogen werden soll. Aber letztlich ist es durchgewunken worden, weil das Land von dem Vogt sowieso schon immer gewerblich genutzt worden ist. Also unser Herr Vogt war ein reicher Mann. Mhm. Steinreich. Das ist der allerletzte Baugrund am See. So, ich muss wieder. Sie meinen an, hat er uns gar nicht erzählt. Ne? Haben wir ihm eine gefragt. Ja, da haben Sie auch wieder recht. Ja, danke, Frau Hofer, da haben Sie uns ja ganz schön weitergeholfen. Ein Glas Wein im Times Square, das passt. Fürt euch. Wiedersehen. Frau Altmann. Sie wären doch so wahnsinnig gerne gestern zu diesem Konzert gegangen, nicht wahr? Ja, ich konnte ja leider nicht. Tja, ich habe nämlich noch zwei Karten für heute Abend. Schön für Sie. Die würde ich Ihnen gerne schenken. Echt? Das ist aber lieb. Tja, wir Frauen müssen doch zusammenhalten, nicht wahr? Ja, und das mit der Dienstanweisung, da sind's mir nimmer böse, gell? Ach, überhaupt nicht. Das war ja nicht Ihre Idee. Ja. Herr Mohr, veranlassen Sie bitte, dass der gesamte Campingplatz durchsucht wird und schicken Sie auch Taucher, die das Ufer absuchen sollen. Jawohl. Und Michi, ja? Du bringst uns den Herrn Vogt. Ja, logisch. Wo ist denn meine Jacken? Stuckel! Ah, da ist hier.
Stuckel, wir sehen uns. Ich bin bei Maikiki. Michi. Ich hab nichts gemacht. Du hast gar nichts gesagt? Na, immer wenn du so fragst, hab ich was gemacht. Was machst denn du heute Abend? Warum? Ich bräuchte Polizeischutz. Na, ich glaub, das war gestern. Ja, freist du überhaupt nicht? Stuckel, das soll so grausam sein. Wer sagt das? Stuckel, mir fällt gerade ein, ich hab heute eine. Michi, das ist eine Dienstanweisung. Jawohl. Gehen jetzt da herein und setzen Sie sich hin. Das ist Willkür. Sind Sie dafür verantwortlich? Ja. Ich will mich bei Ihrem Vorgesetzten beschweren, weil mit solchen Aktionen machen Sie mir das ganze Geschäft kaputt. Wir wissen von Ihrem Millionendeal, Herr Vogt. Und wissen auch, dass er geplatzt ist. Wegen dem Lurch. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Das Gelände, auf dem Ihr Campingplatz steht, das wollten Sie für viel Geld verkaufen. Sie waren ein reicher Mohren. Ja, und? Das ist ja mein gutes Recht, oder? Aber wir wissen auch, dass der Reuter Ihnen durch die Entdeckung des Lurchs einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Sehen Sie mal. Diesen Spaten hier haben unsere Taucher aus dem See gefischt. Das ist die Tatwaffe. Das ist doch Ihrer. Ja. Ich mochte den Axel Reuter eigentlich ganz gern. Deswegen habe ich ihm auch von Waikiki erzählt und dass ich bald selber dort sein werde. Und ich habe mir gedacht, er freut sich mit mir. Aber stattdessen droht er mir und will mir das Geschäft kaputt machen wegen seinem blöden Lurch. Und da haben Sie die Sache selber in die Hand genommen. Herr Vogt, Sie sind voller festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, den Axel Reuter umgebracht zu haben. Herr Vogt, wenn Sie bitte mitkommen möchten. Tja, für die einen ist es eine Sensation, für die anderen bloß ein blödes Kriechtier. Ja, so verschieden ist der Mensch.